So schalten wir das legendäre Masterschwert in Tears of the Kingdom frei. Zunächst müssen wir die Quest Die Träne der Drachen bekommen, welche wir von Impa in der Nähe des Stalls von Maritta bekommen können. Unsere Aufgabe der Quest besteht darin, alle Geoglyphen auf der Map ausfindig zu machen und die jeweilige ausgefüllte Träne zu finden. Insgesamt gibt es 11 Geoglyphen in Hyrule, welche ich euch an der Stelle eingeblendet habe. Sollten wir nun alle Tränen der Geoglyphen gesammelt haben, müssen wir uns nur noch eine Tränenerinnerung anschauen, woraufhin anschließend dann ein Drache erscheint, auf dessen Kopf wir springen müssen. Denn ja, in diesem Drachen steckt tatsächlich das Masterschwert. Wichtig ist an der Stelle anzumerken, dass wir das Schwert jedoch nur herausziehen können, sofern wir 2 volle Ausdauerringe haben. Bedeutet, dass wir mindestens 20 Schreine gemacht haben müssen. Nachdem wir dann das Schwert herausgezogen haben, können wir dieses ganz normal verwenden und das Beste, es kann nicht wie die anderen Waffen zerstört werden.